Alles, was an den Kaura geht, das muss auch ein Menge heraus. Wir sind mal beim Gülle-Spezialist Lisa Jacquet, als ich bin echt zu schwer. So, Camille, also, kein Mensch soll Angst haben, für heute bei den Gülle-Spezialist zu kommen und meinen, hier gibt es immens streng Rischen. Nee, nee, nee. Hier ist die lauter schöne neue Maschinen und die flotzte Installation für den Stall. Bei mir steht der Gilbert Bohnen, den man ganz viel mehr vom Betrieb Vossmann, also dem Gülle-Spezialist, kann erzählen. Ja, schönen guten Morgen. Möchte ich alle gut. Hier im Stand von Maschinenagentur Vossmann. Voilà. Wir sind ein Betrieb tätig am Mariendal, durch das ganze Land und noch über die Grenzen hinaus. Macht alles für die Gülletechnik. Vom Stallerrichtung bis zum Ausbringen haben wir alles am Programm. Ja, voilà. Und das ist mal ein Teil von unserem Pilier, was wir wundern, als ganz viele Ersatzstücke am Mariendal. Ein Shop, Atelier. Pumpen, alles, eben alles, was hauptsächlich, wie du nur sieht, der Gülle-Spezialist, also wir sind schon ganz aktiv im Bereich Gülle. Also, das Interessante für ihr ist, da zu gucken, ob die euch stehen. Das ist tatsächlich ein Wasserbad 4K. Also ich muss sagen, das ist schon interessant, hier drüber zu stehen. Du hast Wasser drin, also Komfort 4K geht auch groß geschrieben bei ihr. Der Komfort 4K ist das Wichtigste für was den der Bauer muss hin, als der Komfort für sein Kei. Der Komfort hängt den größten Teil von der Produktion auf. Und, ja, hier als Wasserbett, das ist eh von den nächsten Komforten, die es gibt. Das haben wir mal an zwei. Hier ist eben ein Wirbelwasserbett, das ist vier eine Partie. Und alle eine Partie. Ja. Ja, dann gehen wir einfach ein bisschen weiter, weil hier steht noch vieles mehr, alles zur Gülletechnik, also Ausbringen von Piff am Fungehol. Was sehen wir nachher so Schönes hier rund um den Stuhl? Wenn wir aufhängen bei der Gülle-Ausbringung, Gülle-Technik, für uns alle müssen wir mal kästchen am Stall, das wollen wir Fressgitter boxen. Da könnt die ganze Technik rundherum, den Gerons von der Gülle eben, da haben wir dann Mixerin, wo wir vom Flasche, also Kanalmixer bis Spaltenmixer bis normale Stabmixer oder große Gelenkmixer eben für die großen Pausenbehälter ja, am Programm haben. Noch mixen muss das Ganze natürlich stockiert gehen und eben noch ausbrüchen gehen. Und da kommt man dabei als Güllefässer, wo man vom eben Transport bis bei der Ausbringung alles verstehen haben. Hier ist noch ein 18 Futter Ausbringfass mit einem 50 Meter Schleppschwung. Ja, Saurahm, das ist am Anfang Haut, gebe ich schon mal so einen Standard, wie man Haut auf unseren Feldern sieht. Der Standard oder der Non-Plus-Ultra, den ich muss tun? Der Standard. Geht immer noch mehr. Also das ist unbegrenzt, was das von Techniken halt alles geht für die Fässer. Also das, das ist wie an der Autosgarage und oder wie bei einem Traktorkauf, kann ich also Fubis. Fubis fand er also beim Vossmann. Alles, was er braucht für Gülletechnik. Ob es für einen Stall ist, dass er käsisch wohlfühlt und natürlich, dass er dann nur Gülle kriegt. Bis ob das ausbringen, muss er unbedingt hier auf den Stand kommen. Und ihr alles angucken und nachher ja keine Angst, es riecht auch nicht streng. Schön, aber nein, so geht es, was man für eine Chefin. Also, was viel kann er hier auf dem Stand umzieht, das hier am Zelt. Und mal an Spielsachen für Siku. Darf ich nicht vergessen, weil wir sind immer froh, wenn Kanner mit den Eltern hineinkommen. Pappen und Mama kommen bei der Kante. Kanner kann ihn spielen, aber sie können natürlich auch so etwas mit ihm. Also, vier großer Klang aus Gesicht, Spielsachen sind dabei. Kommt auf den Stand von Vossmann. Wir freuen uns auf euch.